Eine ganz besondere Ausstellung eröffnete vergangene Woche im Landratsamt. Zu Besuch war Staatsministerin Petra Köpping. In Borna im Landratsamt Landkreis Leipzig wurde am Mittwoch die Wanderausstellung Kommen, Gehen, Bleiben – Migrationsgeschichten aus Sachsen eröffnet. Studierende des Instituts für Geschichte der TU Dresden haben sich in dieser mit individuellen sächsischen Migrationsgeschichten auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich der sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping. Also es gibt viele Gründe, warum mir das heute wichtig war, hierher zu kommen. Das eine ist in der Tat die Ausstellung, ganz klar. Und auf der anderen Seite einfach, um zu sagen, auch mal Danke zu sagen an die Verwaltung. Aber gerade in dem Bereich Integration, Zuwanderung, Asyl hat Verwaltung weit mehr leisten müssen, als sie vielleicht vorher wussten. Und deswegen war mir es heute wichtig, einfach auch mal Dankeschön zu sagen für die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Gleichzeitig möchte ich aber auch, dass viele Menschen diese Ausstellung besuchen, weil das deutlich macht, dass Migration, Zuwanderung, Bleiben, Kommen, Gehen auch in Sachsen eigentlich seit Jahrhunderten schon so gewesen ist und dass immer Menschen, die neu gekommen sind, ihre Schwierigkeiten hatten, ihre Probleme hatten und vielleicht die Hilfe und Unterstützung, die wir heute geben, damals noch nicht hatten. Und ich möchte einfach gerne auch die Herzen öffnen, dass man sagt, okay, wenn jemand hierher kommt und Hilfe braucht, dann bin ich auch bereit. Das wollen wir von staatlicher Seite, von kommunaler Seite, aber eben die Bürger selber auch, um vielleicht ein bisschen mehr Verständnis zu wecken. Parallel zur Wanderausstellung zeigt eine Fotodokumentation den Verlauf eines Kunstprojektes aus dem Landkreis. Und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, unsere Ausstellung zu zeigen. Das ist eine Fotoausstellung zum Rollschuh in der alten Rollschuhbahn Bad Lausick. Einem Projekt, das im letzten Jahr stattgefunden hat. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Es war eine tolle Herausforderung, auch zu erleben, wie ambitioniert alle mitgemacht haben. Und da spielt es keine Rolle, welche Sprache wer gesprochen hat. Die Ausstellungen werden bis zum 20. August im Landratsamt des Landkreises Leipzig zu sehen sein.